Herzlich willkommen zur Videolösung der sechsten Serie. Wir besprechen hier die Aufgabe 5. In dieser Aufgabe geht es um die Berechnung eines elektrischen Feldes. Das ist eine typische Aufgabe zu elektrischen Feldern, wie wir sie immer wieder stellen. Darum auch die zweite Videolösung zu dieser Serie, weil es ganz wichtig ist, dass man das gut versteht. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Ein dünner Glasstab der Länge L trägt die gleichmäßig verteilte Ladung Q. Bestimmen Sie das elektrische Feld auf den Punkten x größer gleich 0 für jene Punkte auf der x-Achse, für welche gilt x größer gleich 0. Ja, was man zu Beginn so einer Aufgabe eigentlich immer macht, ist, sich mal vorzustellen, wie sieht das elektrische Feld an den berechneten oder zu berechnenden Punkten überhaupt aus. Das hilft einem viel. Und jetzt hier in diesem Fall, wenn wir uns vorstellen, wir haben hier infinitesimal kleine Ladungsstücke auf diesem Draht mit der Gesamtladung groß Q, die erzeugen ja alle ein elektrisches Feld, welches kugelsymmetrisch aussieht, oder elektrische Feldlinien, welche radial von diesem infinitesimal kleinen Ladungsstück weggehen. Das heißt, hier auf irgendeinem Punkt der x-Achse größer als 0 haben wir natürlich nur elektrische Feldkomponenten, welche eben radial von diesen infinitesimal kleinen Ladungsstücken wegzeigen. Die zeigen also immer in x-Richtung. Das heißt, wenn wir dann über all diese infinitesimal kleinen Ladungsstücke summieren oder besser gesagt integrieren, dann erhalten wir schlussendlich ein Nettofeld, welches in x-Richtung zeigen muss, rein aus Symmetriegründen. Als kleine Erinnerung, was das elektrische Feld eigentlich überhaupt ist. Grundsätzlich gehen wir immer von der Coulomb-Kraft aus. Die Coulomb-Kraft ist eine der grundlegenden Kräfte in der Natur, ist die elektrische oder die elektrische Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen. Und die Kraft, das ist genau gleich wie bei der Gravitation oder allgemein bei solchen Aufgaben. Diese Kraftfelder, die zeigen immer radial vom Zentrum, zum Beispiel von einem Massenzentrum oder eben vom Ladungszentrum weg oder zum Ladungszentrum hin bei negativer Ladung. Also das sind immer zentralsymmetrische Felder. Jetzt, oder Kräfte besser gesagt. Jetzt die Kraft auf eine Ladung klein q am Ort R, welche durch eine Ladung groß Q am Ort R' erzeugt wird oder bewirkt wird, die sieht so aus. Das ist ein Faktor 1 über 4 Pi Epsilon 0 mal klein q mal groß Q über den quadratischen Abstand der beiden Ladungspunkte. Und dann, weil das Ganze natürlich noch ein Vektor sein soll, brauchen wir noch einen Einheitsvektor in Richtung, wie sie hier eingezeichnet ist, also auf der Verbindungslinie. Und weil jetzt die beiden Ladungen das gleiche Vorzeichen haben, zeigt die Kraft von der Ladung klein q weg. Klar, man könnte natürlich das Vorzeichen in die Symbole, in diese Ladungen integrieren, aber normalerweise schreibt man ein Vorzeichen nach vorne hin, damit das Ganze auch klar ist. Aber was wir jetzt machen können ist, wir klammern einfach diese Ladung klein q aus, dann bleibt hier hinten noch alles das gleiche stehen, einfach hier nur noch mit q. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich den Einfluss der Ladung groß Q auf die Ladung klein Q isoliert. Und
der Einfluss der Ladung klein q ist einfach ihre Ladung selber. Klar, man könnte natürlich solche Faktoren auch noch nach vorne nehmen, 1 über 4 pi epsilon 0. Das machen wir aber nicht. Wir nehmen alles das als einen Faktor und bezeichnen diesen Faktor hier als E von R, als das elektrische Feld, welches durch die Ladung groß Q am Punkt R erzeugt wird. Um dann noch auf die Kraft zu kommen, welche auf eine Ladung klein q wirkt, an diesem Punkt R, müssen wir einfach noch mit der Ladung selber multiplizieren. Das heißt, das elektrische Feld ist eigentlich nichts anderes als eine auf eine Einheitsladung normierte Kraft. Hat natürlich eine andere Einheit, aber man kann sich es auf diese Art sehr gut vorstellen. Ja, und jetzt ganz allgemein könnte es natürlich sein, dass wir im Raum verschiedene Ladungen, verschiedene diskrete Punktladungen haben. In diesem Fall müssen wir dann natürlich all die Einflüsse all dieser Ladungen an einem Punkt R zusammenzählen. Vielfach ist es jetzt aber natürlich nicht so, dass wir Punktladungen haben, sondern wir haben Ladungen kontinuierlich im Raum verteilt. Das heißt, aus der Summe wird dann nicht einfach ein Integral über alle Ladungen, die ich im Raum habe, über alle infinitesimal kleinen Ladungsstücke. Alle restlichen Terme, die bleiben gleich. Und anstatt dass ich über alle Ladungen integriere, oder besser gesagt, ich kann dieses dq, all diese infinitesimal kleinen Ladungsstücke, kann ich noch ein wenig anders aufschreiben. Ich kann das Ganze auch noch aufschreiben, diese infinitesimal kleinen Ladungsstücke dq, kann ich auch schreiben als eine Ladungsdichte an einem Ort R' mal ein infinitesimales Volumenelement. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, ich kann diesen Ausdruck hier einfach durch den ersetzen und so in meine Formel dann so schreiben. Das ist grundsätzlich genau das Gleiche. Sieht einfach ein wenig anders aus. Ja, und um diese Aufgabe jetzt zu lösen, machen wir nichts anderes als einfach stur diese Formel anwenden und schauen, was wir dadurch erhalten. Was wir nun als erstes anschauen können, ist das dq. Und das dq ist eben, wie ich hier hingeschrieben habe, mal gleich das Rho von R' mal ein infinitesimal kleines Volumenelement. Jetzt haben wir allerdings eine eindimensionale Anordnung hier. Wir haben nur Ladung auf der x-Achse. Das heißt, wir können uns das ein bisschen vereinfacht schreiben. Wir können das dq einfach abhängig, nur in Abhängigkeit der x-Koordinate schreiben. Und das Rho von x' ist nichts anderes als die Gesamtladung auf diesem Draht geteilt durch die Länge von diesem Draht. Und die Gleichung für das elektrische Feld schreiben wir dann auch gleich oder fast sofort in einer Dimension. Hier schreiben wir dieses dq in Abhängigkeit von x' hin, wobei die anderen x, die belasse ich jetzt immer noch mit einem Vektorzeichen, damit klar ist, dass das nicht verloren gehen soll. Wir könnten natürlich auch hier schon merken, dass zum Beispiel hier unten, dass wir die Vektorzeichen eigentlich bereits weglassen können, hier eigentlich auch, oder hier einfach noch einen Einheitsvektor in x-Richtung hinschreiben. Ich habe es jetzt mal so stehen gelassen. Auf jeden Fall, wenn wir dann das hier zusammennehmen, dann haben wir hier im Nenner x minus x' Betrag hoch 3 mal x minus x'. Und das heißt dann in der x-Komponente
bleibt uns im Betrag halt nur noch x minus x' Betrag Quadrat, wobei hier können wir jetzt eigentlich die Vektorzeichen weglassen, weil wir arbeiten ja mit Komponenten. Ja, das Integral, das wir also berechnen müssen, das sieht dann so aus. Ich habe es hier nochmal ein wenig anders hingeschrieben, damit man ja noch eine, oder im Prinzip könnte man auf das auch direkt von dem hier kommen, nur, also das ist genau das Gleiche, diese beiden Formeln hier. Ja, und was wir jetzt lösen müssen oder finden müssen, ist nichts anderes als die Stammfunktion von diesem Integral hier. Und die Stammfunktion von 1 über x minus x' im Quadrat ist 1 über x minus x'. Integriert halt eben über alle Punkte, wo Ladung vorzufinden ist, von minus L bis 0 auf der x-Achse. Und wenn wir dann noch die Differenz bilden aus von diesen beiden Grenzen, erhalten wir schlussendlich diesen Ausdruck hier. Und das ist eigentlich das fertige Resultat. In der Musterlösung sind noch weitere Vereinfachungen oder weitere Verallgemeinerungen hingeschrieben. Aber grundsätzlich ist das nicht unbedingt nötig, da noch weiterzumachen. Das fertige Resultat, das kann man auch eigentlich gleich so stehen lassen. Und ganz wichtig jetzt, wir haben uns zu Beginn überlegt, in welche Richtung unser Feld eigentlich zeigen soll. Und wenn wir das nachkontrollieren, sehen wir, aha, unser elektrisches Feld zeigt tatsächlich in x-Richtung. Wenn wir jetzt hier noch etwas anderes, andere Komponenten bekommen hätten, dann wüssten wir, dass wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Das heißt, mit diesen Symmetrieüberlegungen oder einfach Überlegungen, wie eigentlich das Resultat am Schluss aussehen soll, kann man sich bereits, oder hat man bereits eine sehr gute Vorstellung darüber, ob man auch richtig gerechnet hat. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.